Es ist irgendwie in letzter Zeit immer das gleiche Ergebnis, mit dem wir hier stehen. Ne? Aber trotzdem haben wir hier nicht zwei Nullen bei uns, sondern zwei Legenden. Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk, herzlich willkommen nach dem 0:0, wie könnte es anders sein, bei Union Berlin. Jungs, finden wir noch irgendwie einen Satz, den wir nicht gesagt haben in den drei Spielen vorher? Nee, ich glaube, das war immer das Gleiche. Wir haben verdient kein Tor reingekriegt, der Gegner hatte überhaupt keine Torschance. Wobei man auf die Tabelle schaut, die sind mit Tabellenführer mit Bayern München. Sie haben die gleiche Punktzahl wie Bayern München und hatten gegen uns keine Torschance. Das heißt, wo man vorher schon gesagt hat, dass wir hinten hervorragend stehen, aber wir sind einfach nicht in der Lage, auch mal Chancen herauszuarbeiten, um Tore zu machen. Und wenn wir sie gemacht haben, wie zum Beispiel in Frankfurt, muss ich mal zurückkommen, da haben wir die Chancen vergeben. Aber hier haben wir ja gar keine Chance, weder Union noch wir. Oder gegen Wolfsburg wegen 2 Zentimeter Schulter vorne abgepfiffen und zurückgenommen. Ja, Abi, man sieht auf der einen Seite, wie gut es hinten ist, ne? Aber Union hat auch eben Probleme gegen Mannschaften, die ihnen den Ball geben, weil sie eigentlich nur auf Umschaltspiel fixiert sind und selbst gut verteidigen können. Deshalb haben da ja Leipzig und Dortmund verloren, ne? Und Bayern hat auch nur unentschieden gespielt. Weil das solche Mannschaften sind, die nach vorne spielen. Und wenn sie dann den Ball abgefangen, dann haben sie aber im Höchsttempo sind nach vorne gespielt und haben dann eben gegen solche Mannschaften gewonnen oder unentschieden gespielt. Ja, wir haben auch in Berlin ein bisschen auf Pressing gespielt, das fand ich ganz gut. Sind natürlich nicht zum Torwart hingelaufen. Wir haben also, man hat da gesehen, dass, glaube ich, Reis so ein bisschen 1-gegen-1 Geschichte gemacht hat. Im Mittelfeld waren viele Leute 1-gegen-1 und das haben die Jungs ganz gut gemacht. Wie gesagt, wie der Klaus schon gerade sagte, ist natürlich klasse, dass wir hinten gut stehen. Aber wir müssen natürlich mal wieder ein Tor machen. Aber ich bin auch jetzt langsam mittlerweile, wir werden wenig Tore machen, aber da muss eventuell auch mal ein Mittelfeldspieler ein Tor machen. Also wir müssen jetzt nicht nur immer auf die Stürmer gucken und sagen, die Stürmer machen keine Tore. Es sind ja dann auch noch genug andere Leute da, die ein Tor machen können. Jetzt stehen wir einigermaßen gut hinten und deswegen müssen auch die Mittelfeldspieler sich mal an die Nase packen langsam und sagen, also wir sind ja jetzt nicht nur da, um zu verteidigen, sondern um ein Spiel auch mal zu gewinnen, um dann auch mal eventuell den einen oder anderen in einer guten Position zu bringen. Das ist ein bisschen wenig zurzeit im Mittelfeld für mich. Einmal müssen wir noch Ralf Fährmann loben, ne? Denn die einzige Chance, die sie hatten, das war ja im Anschluss an eine Ecke, wo er den super rausholt. Ansonsten ist derjenige, der jetzt 4-mal hintereinander zu 0 gespielt hat und der hat in seiner Karriere seit 2000 oder was in der Liga die meisten Serien von 500 Minuten ohne Gegentor und mehr geholt in der ganzen Liga, bis auf Manuel Neuer. Also die Nummer 1 ist dann Manuel Neuer und die Nummer 2 ist Ralf Fährmann in den letzten über 20 Jahren. Ja, ja. Er macht einen guten Job, da muss man einfach so sagen. Und ich hoffe, er macht so weiter. Und seine Mitspieler lassen ihn auch nicht im Stich, das gehört dazu. Aber jetzt muss der Trainer sich was einfallen lassen. Ob der jetzt mit Terode und mit Frei spielt, aber wir müssen weiter nach vorne schieben und müssen da anpacken. Und trotzdem die Defensive nicht vergessen. Weil du musst gewinnen, du bist verpflichtet zu gewinnen gegen Stuttgart, wo auch nicht einfach wird. Und die wissen das auch, dass wir Probleme haben im Spiel nach vorne. Und dadurch werden die dich dementsprechend auch einstellen. Aber uns nützt das alles nichts, weil mit 0-0, siehst du selbst, kommst du nicht weiter. Und wir wünschen uns alle, dass wir gewinnen, weil dann bist du ja nah dran. Du bist ja auf 3 Punkte, bist du an Stuttgart dran. Und du spielst in Bochum. Du holst dir Selbstvertrauen, ja. Und das ist ja ganz wichtig, dass die ganze Truppe merkt, aha, jetzt geht es. Ja, aber ich muss viel tun. Das ist das Problem. Also, ne? Die Spiele gegen die da unten müssen wir jetzt gewinnen. Ja, also das ist ja ganz klar. Das haben wir ja vorher auch schon mal gesagt gehabt. Wir waren ja alle überrascht, dass wir gegen die Mannschaften, wo wir eigentlich ja gedacht haben, was wir verlieren, da einen Punkt holen. Klaus hat vollkommen recht. Stuttgart, die müsste eigentlich hier zu Hause zu schlagen sein.
wo jetzt haben die auch mal wieder einen Dreier gemacht. Jetzt haben die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also die beiden nächsten Spiele, da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Also da müssen Punkte her und da können wir uns wenden und windeln, wie wir wollen. Also das geht gar nicht. Also wenn du drin bleiben willst, musst du die beiden Spiele, naja, okay, ich glaube in Bochum wird es noch ein bisschen schwieriger, aber hier zu Hause gegen Stuttgart musst du eigentlich die Punkte holen. Aber sonst hast du ja gar keine Chance. Aber wie man sieht, sind ja einige Mannschaften, die auch wieder schwächeln. Und das ist das, was ich die ganze Zeit immer gesagt habe. Wir können nur hoffen, dass die anderen nicht immer gewinnen und dass wir weiter absacken. Und deswegen bin ich da eigentlich noch sehr positiv eingestellt, weil die anderen Mannschaften auch noch sehr viel schwere Spiele haben. Ja, Hoffenheim ist ja auch dabei unten. Ja, Hoffenheim. Ja, die kommen auch dazu. Aber es ist alles nichts. Wenn du nicht selbst gewinnst du 3 Punkte holst, dann ist das alles nichts. Ja, noch 13 mal 0-0, da hätten wir 26 am Ende, aber das wird wohl nicht reichen, zumal die dann ja auch alle einen Punkt gegen uns gemacht hätten. Das Besondere an der Situation ist ja jetzt die psychologische. Ne? Wie geht eine Mannschaft damit um, dass sie weiß, sie muss unbedingt gewinnen? Habt ihr da aus eurer Karriere irgendwelche vergleichbaren Situationen? Ich kann nur eins sagen, ich kann mir an ein Spiel gegen Arminia Bielefeld zu Hause erinnern. Wir beide sind nicht zur Nationalmannschaft gefahren. Nach Island, 79, klar. 80 war das, um das eben einzuordnen. Ja. Schalke Abstieg gefährdet, genau. Bielefeld auf dem 16. 17 und 18 waren schon abgeschlagen. Und Schalke 1 Punkt davor. Ja. Und Halbzeit 1-0 hinten gegen Arminia Bielefeld. Und man, nach so langer Zeit vergisst man viele Sachen. Aber das nicht. Waren wir in der Kabine. Und Oskar Siebert und auch Chula Lorand. Ich war Kapitän. Ich höre nichts, die sagen nichts. Da ist mir der Kragen geplatzt, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich gesagt, wollen wir absteigen und so? Die waren immer bei mir in der Mitte. Es tut sich nicht, wir hatten keine Chance. Richtig Theater gemacht. Und dann kam auch Chula und Oskar kamen sie nach und wurde umgestellt. Abi links außen, der Mangsch raus und Norbert Elger rechts außen. Das Spiel ging 4-1 für Schalke aus. Mit drei Toren Rüdiger Abramczyk und ein Tor Klaus Fischer. Ne? Abi, 3 Tore in einer Halbzeit? Ja, ich habe, kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe sowieso, nie 3 Tore geschossen. Also das war jetzt für mich jetzt, also daran kann ich mich voll erinnern, aber dass es gegen Bielefeld war oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass der Klaus ein Riesentheater gemacht hat in der Kabine und ich glaube auch, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wären wir saßen auch alle, waren so ein bisschen deprimiert, wie du schon gerade sagtest. Da wurde geheult ohne Ende. Ja, psychisch waren wir alle so ein bisschen runter und dann kam vom Oskar Siebert nichts. Der hat dann auch nur so ein bisschen, wollt ihr absteigen, also so ein bisschen bla bla. Nur Jula Lorand hat sich dann irgendwo dann in so einer Ecke versteckt. Und und dann hat der Klaus richtig Theater gemacht in der Kabine, hat gesagt, Jungs, hör mal, also das dürfen wir auf keinen Fall verlieren, das Spiel. Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und Gas geben. Daran kann ich mich noch erinnern, dass wir dann eben gewechselt haben, weiß ich dann auch, der mich links rauf, Norbert Elgert ist dann rechts rauf. Ja, und das war auch irgendwie die Ansprache war von irgendeinem Spieler mal, weil es war so ruhig. Und wenn der Klaus da nichts gesagt hätte, hätten wir das Spiel sicherlich nicht gewonnen. Und ist ja so. Lieber Norbert Elger, kamen die Flanken nach hinten. Ich erster Pfosten, aber am zweiten macht, wie viel hast du Kopfballtor, das weiß ich nicht mehr, aber macht 3 Tore. Vom zweiten Pfosten, ja, weil die Bälle kamen dann rein und da war pausenloser Druck, ganz klar, wir waren ja 1-0 hinten. Ja, und haben dieses Spiel gedreht und sind eben da nicht abgestiegen. Und so, glaube ich, muss auch die Jungs sich zusammensetzen, müssen die Führungsspieler, die müssen mal Tacheles reden, auch mal, ich weiß nicht, ob sie das machen, vielleicht auch ohne Trainer, weil es geht um Schalke 04, es geht um den Abstieg. Ja, es geht auch um jeden seine eigene Zukunft. Ne? Es sind ja auch einige Jungs, die nur ausgeliehen werden oder sind. Und das ist natürlich auch, dann fragst du dich natürlich auch als
als Spieler, wenn du ausgeliehen bist, was passiert jetzt mit mir, wenn die hier absteigen? Ja, komme ich wieder zurück oder wollen die mich nicht? Also diese großen Probleme haben dann auch die Spieler und deswegen ist da ein bisschen Druck auf dem Deckel. Aber wie gesagt, Klaus hat vollkommen recht, da müssen sich mal 3, 4, 5 Leute hinsetzen und sagen, Jungs, passt mal auf, hör mal, so funktioniert das nicht. Wir müssen jetzt, wir spielen nicht schlecht, ja, mit einer bestimmten Situation, aber wir machen keine Tore, also müssen wir jetzt hier gucken, dass wir Tore machen und egal wie, und wir müssen einfach mal in Führung gehen, dass ein bisschen ruhiger alles wird. Habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt und das passiert leider zurzeit noch nicht. Der Stuttgarter hat in der ganzen Saison nur 2x0 gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Liga. Beide Male gegen Köln, ja? 0-0 in Köln, das einzige 0-0 von den Stuttgartern, sonst fallen da immer Tore. Und dann eben jetzt das 3-0, das war natürlich blöd, dass ausgerechnet jetzt unter Labbadia ihren ersten Sieg holen und okay, das Gefühl sich vielleicht einstellt, es geht doch, ne? Im Zusammenspiel, Mannschaft und neuer Trainer. Ja, die haben jetzt zu Null gespielt, haben 3 Tore gemacht und sie wissen auch, die beobachten uns auch, wo wir unsere Probleme haben und dementsprechend werden die hier antreten. Aber trotzdem, du musst auf dich schauen, du darfst natürlich keine Großchancen zulassen, auch klar, das machen wir auch nicht, weil wir hinten sehr gut stehen, aber nur hinten gut stehen, das, wie gesagt, das reicht nicht. Es muss auch über außen was kommen, ob das die Verteidiger sind und so weiter. Oder egal, wer sich über außen bewegt, es muss was kommen, es muss was passieren. Das kommen wir auch nicht. Auch wenn wir wieder 0-0 spielen, hast du ja gesagt, wenn wir 13 Mal zu 0 spielen, haben wir 26 Punkte, steigst du mit 26 Punkten wahrscheinlich ab. Ja, dann dürften die jetzt 19 haben, nur noch 7 Punkte machen, ne? Und dann hätten sie ja schon einen gegen uns. Also ist ja sowieso jetzt nicht sehr wahrscheinlich. 4x 0-0 war ja schon ein Bundesliga-Rekord. Ne? Hat es ja noch nie gegeben, dass eine Mannschaft hintereinander 4-mal ohne Tore auskommt. Auskommen muss vorne und auskommt hinten. Ja, wie ist die Marschroute? Ja, die Marschroute ist ganz klar. Also du musst gucken, dass du also wieder hinten gut stehst, dass wir keinen reinkriegen, weil die haben auch 2, 3 gute, schnelle Jungs in Stuttgart in der Mannschaft. Also da sollte man nicht unterschätzen. Und man muss eng zusammenstehen. Wenn man aufrückt, nach vorne presst, dann schon gucken, dass man mit allem presst. Wir haben ja jetzt mit Jens hinten einen schnellen Jungen, der eventuell den einen oder anderen ein bisschen aufholen kann, dass die Räume nicht zu groß sind. Wenn wir nach vorne spielen, dass wir also so spielen, dass wir immer noch eine Sicherheit haben, wenn mal einer irgendwie durch einen langen Ball nach vorne kommt, dass der den vielleicht ablaufen kann. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber wir müssen einfach mal schauen, auch Salazar muss ein bisschen mehr kommen. Das ist jetzt so, der läuft viel, der kämpft viel, ich mag ihn ja, das weißt du. Aber er kommt zurzeit auch nicht so richtig zum Abschluss und das fällt mir persönlich so ein bisschen auf. Das war ja hier im Heimspiel anders, aber bei Union kommt kaum einer zum Abschluss. Die lassen ja auch nichts zu, deshalb stehen sie ja da oben, weil sie so gut und kompakt verteidigen und die Leute vom eigenen Tor weghalten. Jetzt ist natürlich Stuttgart eine andere Geschichte, die wie gesagt nur selten zu Null spielen und die anfällig sind einigermaßen bei Standards. Na, das heißt, wir müssten... Siehe den Freistoß gegen Wolfsburg, den wir ja reingemacht haben, oder im Anschluss an Ecke mal Das gehört zum Spiel. Ne? Standardsituationen, die gehören zum Spiel. Und je besser du bist, eher bist du da, kannst du Torchancen herausarbeiten und vielleicht ein Tor machen. Da werden die ja machen. Die werden Standardsituationen auch trainieren, denke ich mal. Und da muss man gucken, wo man hinspielt, am ersten Pfosten oder am zweiten Pfosten, je nachdem, und läuft dann an. Das werden die doch trainieren, schätze ich mal. Ja, du hast ja in den Spielen jetzt nach der Winterpause hat der Kraus mehrfach aus 5 Metern frei aufs Tor geköpft, nach Ecken. Ne? Oder jetzt der Jens gegen Wolfsburg, wo er außer super für den Verteidiger, ne, wie er aus der Drehung da direkt drauf hält. Aber dann hält der Castells den sensationell. Also es ist schon ein bisschen besser mit den Standards geworden, als das noch in der Hinrunde der Fall war. Aber noch fehlt das Quäntchen. Aber du musst auch trainieren ohne, vielleicht teilweise die vorne die Stürme und so weiter, ohne Gegenspieler. Dass sie die Sicherheit kriegen, dass sie Bälle treffen.
Ja, und dann natürlich im Spiel, da wird der Gegner da sein, aber wenn ich ziemlich eine Sicherheit habe, dann muss ich mal die Bälle direkt nehmen und nicht im Strafraum, 6 Meter vorm Tor kann ich nur einen Ball annehmen. Das gibt's nie. Das hat's bei mir nie gegeben. Ja, alles direkt. Und der Trainer hat zu mir gesagt, Fitschi, nimmst du mir Ball, wie Ball kommt, triffst du, ist Tor, triffst du nicht, machst du weiter. Das hat alles gesagt. Ivica Horvat. Ja, Ivica. Ja. Ivica. Ja, das ist natürlich auch die Frage, so ein Spiel in Verl, hat das einen Sinn gehabt? Ja, das war für mich jetzt nicht das Schlauste gewesen, finde ich. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so gemacht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die da nicht unbedingt verlieren wollten gegen Schalke. Und man hat sich da eigentlich einen Gegner ausgesucht, der eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Das muss man wirklich sagen. Und da wird man auch sicherlich, man hat ja gesehen, man hat 2-1 verloren. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte gegen die U23 gespielt, hätte hier im Stadion, hätte ich mir das gemacht. Vielleicht mit ein paar U19-Spielern noch dabei und hätte dann so ein Spiel auch gemacht, wo du dann auch mal anhalten kannst und sagen kannst, stopp, Jungs, so stelle ich mir das nicht vor, ja, sondern ich stelle mir das so und so vor und weiter. Das kann man in so einem Freundschaftsspiel gegen Fern nicht machen. Und ja, das war aber, glaube ich, hier, ne? War im ja, aber das kannst du ja nicht anhalten und sagen, mal eben hier, stopp, jetzt, ich habe da was gesehen, warum läufst du so oder so, ja? Das ist ja die Sache bei so einem, angenommen, so ein Trainingsspiel, da ist ja nur ein Trainingsspiel. Aber man hat ja gesehen, Ferl hat es für ernst genommen. Und dann haben die gesagt, du, wir werden ja auf keinen Fall verlieren oder wollen hier nicht verlieren. Und deswegen glaube ich, dass das da vielleicht, um auch die Stürmer wieder so ein bisschen mal Tore machen zu lassen, ja, den einen oder anderen, weil ja kein im Kopf wahrscheinlich alle ein bisschen verklemmt sind und sagen, boah, wir machen keine Tore mehr, dass man das dann vielleicht ein bisschen eher gestalten kann, dass man sagt, okay, die spielen jetzt gegen die U23 oder eben mit der U19 noch dabei. Also, finde ich, hätte ich wahrscheinlich besser gefunden. Ja. Vielleicht kommt das ja als Anregung an. Wir sehen jedenfalls am Samstag das 111. Spiel gegen den VfB Stuttgart. Von damals Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und Finale haben wir auch mal gegen die gewonnen. Das war das erste Spiel gegen VfB. Und seitdem sind es jetzt 110 und am Samstag das 111. Und wenn es dann nachher einen Grund für einen Schnaps gibt, dann dein nehmen wir den Wort mit. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, ja, genau. Ja, vielen Dank. Alles wir klar. Halten fest, super, die Mannschaft muss sich zusammensetzen. Es muss, wenn es psychologisch so eng wird und so Druck da ist, dann muss die Mannschaft auch, muss es aus der Mannschaft kommen. Ne? Denn nur von außen, nur durch den Trainer stark machen, das funktioniert nur seltenst. Und deshalb hoffen wir, dass die Jungs das mit unserer Hilfe, ja, wir haben 60.000, die das Ding reinbrüllen wollen. Und ich bin sicher, es klappt am Samstag. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Abi. Danke. Und dann wieder nächste Woche, Montag, wie gewohnt. War ja nur wegen Karneval, ne? Dass Glück wir auf den Dienstag gegangen sind. Glück auf.